Wir hatten letzte Nacht eine Situation, wo eine Familie ist auseinandergerissen worden durch einen Todesfall. Und die zwei Kinder haben den Papa gefunden. Das kannst du dir nicht vorstellen, was da abgeht, oder? Wenn so eine Tochter irgendwie den Papa sieht und man muss sagen, wir müssen aufhören oder so. Das ist meine Lieblingsjacke. Es ist voll bequem. Fast ein bisschen ein Mini-Dihei für unterwegs. Eine Mini-Jacke hat eine Innentasche, die immer voll ist mit Zeug. Meine Jacke hat eine Innentasche nur für mich. Natürlich ist die Jacke ein Bild fürs Leben und die Innentasche für das, was sich in einem Leben halt so ansammelt. Darum liebe ich es auch, bei anderen in die Innentasche zu schauen. Und ich darf das in dieser Serie. Ich treffe komplett verschiedene Leute, die ich noch nie gesehen habe und die auf den ersten Blick nur etwas gemeinsam haben mit mir. Sie arbeiten wie ich in der Nacht. In dieser Nacht treffe ich Daniel. Er ist Rettungssanitäter bei der Rega. Seit 20 Jahren. Schau mich an, es ist 6 Uhr am Morgen, definitiv nicht meine Lieblingszeit am Tag und ich bin ja eh schon mega nervös, wenn ich auf Leute treffe, die ich nicht kenne. Darum schaue ich so aus der Wäsche. Dann geht's los. Wir sind in Bern-Belp, ich sehe einen Helikopter, ich sehe den Dani. Zum ersten Mal. Seine Innentasche ist sicher randvoll. Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Daniel. Ich bin der Dabu. Du bist der Dabu. Ja. Freut mich. Ja, gleichfalls. Ich bin ein bisschen nervös, gell? Ich bin auch nervös. Sicher? Ja, voll. Gibt es das? Mega, ja. Ja. Also vor ein paar tausend Leuten stehen, finde ich weniger schlimm als so wegen der Gegend, wo ich nicht weiss, was läuft. Es ist scheisse kalt aus. Darum gibt es zuerst einen kleinen Kaffee. Und überleg, genau in dem Moment, wo wir anfangen wollen, reden, geht hinten dran der Motor vom Bundesratschat an. Voll dumm. Aber sagen wir mal einem Bundesrat, er soll das Flugzeug abstellen, nur weil wir am Drehen sind. Ist auch schön mit dem Lärm jetzt hier. Jetzt ist eigentlich Feierabend, oder? Genau, jetzt ist halb, he? Ja. Jetzt habe ich Feierabend. Und die Schicht, ist das, also ich habe, ein Freund von mir ist Feuerwehrmann und die haben so 24 Stunden Schicht. Ist das bei euch auch so, oder wie ist das organisiert? Ja, wir haben 24 bis 48 Stunden im Stück, wo wir arbeiten. Ja. Da bin ich 48 Stunden voll da auf der Basis. Leben da, essen, kochen, genau. Das ist eine andere Beziehung zu Kollegen und Kolleginnen als im Büro, wo man 8 Stunden tätig ist, wahrscheinlich, oder? Da kommst du vor in ein altes Ehepaar, gell? Da kennst du einen so gut. Und dann weisst du auch, wie fit das einen ist, also gegenseitig natürlich. Ich lebe ja auch in einer Paarbeziehung quasi in meiner Band, so der DJ Arts und ich, wir sind sehr nahe. Und er hat mal in einem Interview erzählt, dass er meiner Oberlippe angesehen, wie gut dass es mir geht. Hast du ja auch so Sachen, weißt du, wo du jetzt bei einem Pilot zum Beispiel weisst, okay, wenn äußerlich das und das ist, dann geht es ihm nicht so gut. Ja, auf jeden Fall. Gehst du dann auf die Leute zu und sagst, hey, es läuft? Weil du quasi Respekt hast davor oder hättest davor, so zu fliegen? Wenn ich ein komisches Gefühl habe und du wärst jetzt mit Pilot und ich würde sagen, hey Dabu, ist gut oder brauchst du irgendeine Pause oder so, dann bin ich darauf angewiesen, dass du mir eine ehrliche Antwort gibst. Also die Aufrichtigkeit und irgendwo die Transparenz muss da sein. Ich meine, wenn ich da arbeite, dann ist es einfach, ich beschäftige mich mit mir selber und mit meiner Kreativität und so, aber bei dir ist es immer das Schicksal von einem Menschen oder von Angehörigen. Mhm. Was hast du Strategie entwickelt? Eine Strategie ist ganz, ganz viel reden mit meinen Leuten. Oder? Ja. Ich denke, die Verarbeitung, erstens waren wir alle dabei und wir reden vom Gleichen. Und das ist eben die grosse Chance, wenn wir eben 48 Stunden beieinander sind. Also die Zeit, wo dann sogenannt nichts läuft. Das ist eben nicht nichts, oder? Und das andere ist, auch einmal sagen, shit, hey, es geht mir so nach im Moment. Lass mich hurtig ein bisschen allein. Hat sich das verändert, wie dir die Sachen nachgehen?
Laufe der Zeit? Es geht mir, glaube ich, immer gleich nach. Man hat ja als Außenstehender hat man das Gefühl, man stumpft irgendwann ab. Und ich finde es voll schön zu hören, dass es eben nicht so ist, sondern dass wir dass immer noch Menschenleben sind. Oder? Ich glaube, wenn ich würde merken, dass ich abstumpfe, müsste ich den Job wechseln. Müsste ich aufhören. Das hast du einfach nicht verdient, oder? Als Patient oder als Angehörige. Und wenn ich die Empathiefähigkeit nicht mehr habe, auf dich einzugehen und irgendwo das Gefühl, also zu wissen, was jetzt in dir ein bisschen abgeht, dann bin ich falsch. Dann gehöre ich nicht mehr hierher. Das nimmst du auch heim? Also, du lässt dann 48 Stunden nicht raus und es ist weg? Nein, es ist nicht weg. Aber da kommt vielleicht schon die Routine. Gewisse Sachen gehen relativ ring zum Wegstecken. Ja. Aber für das brauchst du einfach ein Umfeld daheim, wo das einfach aufnimmt. Oder? Was hast du für ein Umfeld daheim? Ich habe ein wunderbares Umfeld. Ich habe eine wunderbare Lebenspartner und ich habe relativ einen langen Arbeitsweg. Mhm. Und habe immer so wie 2 Stunden für mich zum Heimfahren. Also jeder Arbeitsweg ist 2 Stunden? Ja. 2 Stunden hin, 2 Stunden. Ja. Und da geht ganz viel weg schon. Ja. Aber es gibt auch schöne, oder? Wir reden nur vom Tragischen. Es gibt auch irrsinnige Momente, wo wir auch diese Tränen runterlaufen, oder? Mhm. Wenn ich es erzähle. Das könnte auch jetzt passieren, gell? Erzähl. Wir hatten letzte Nacht eine Situation, wo eine Familie ist auseinandergerissen worden durch einen Todesfall. Und die 2 Kinder haben den Papa gefunden. Und das ist... Das kannst du dir nicht vorstellen, was da abgeht, oder? Wenn so eine Tochter irgendwie den Papa sieht und man muss sagen, wir müssen aufhören oder so. Und dann kommt sie plötzlich mit dem Tierli, oder? Mit ihrem Lieblingstierli und sagt, ich gebe dir das mit, oder so. Weißt du? Ich bin auch Vater, oder? Und auch wenn du nicht Vater wärst, das sind Szenen, wo man einteils aushalten muss, auf der anderen Seite aber eigentlich wunderschön sein, oder? Es hat auch etwas Schönes. Ja, extrem. Natürlich. Ja, also da ist man damit nicht... Also. Und da kommt es immer darauf an, wie du zu Weg bist. Also, entweder bist du ein bisschen dünnhütiger oder ein bisschen stärker unterwegs. Aber spätestens bei solchen Szenen darfst du runterlaufen, oder? Das finde ich auch... Also ja, es ist auch fast schon komisch, wenn das nicht aussieht. Eben, und das meine ich damit, ja. Oder? Wenn du nicht authentisch dabei bist, wenn du nicht ehrlich und offen dabei bist, dann... Ja. Hat es bei dir selber einen Moment gegeben, weißt, wo du gemerkt hast, jetzt kann ich das nicht mehr? Du gesagt hast, jetzt brauche ich einen Break mal vielleicht, oder keine Ahnung. Hat es in der Karriere nie gegeben? Bis jetzt noch nie. Ich bin einfach mit Leidenschaft dabei. Ich finde es so spannend. Weißt du, Tabu, wir haben so ein riesen Privileg. Wir kommen mit unseren schweren Schuhen, trampeln wir einfach in deine Stube. Von einer Sekunde auf die andere. Wir reden manchmal so von Helden, oder? Mhm. Ich habe das gar nicht gern. Du hast sicher manchmal auch schon mit Eisenbändchen gespielt oder so. Und wenn du eine elektrische Eisenbahn hast, ist doch manchmal der letzte Wagen. Hat es manchmal mögen, hat es aber so gerattert. Immer oder? Eigentlich. Und eigentlich unsere Aufgabe ist vor allem, den Wagen wieder ins Gleis zu tun. Ob die Lok ihn mal ziehen, das entscheidet eigentlich oftmals der Patient selber. Oder? Wir können das einfach unterstützen mit Strom oder mit unserem Werkzeug, das wir dabei haben. Aber das ist so für mich so ein das Bild. Weißt, ich in meinem Beruf habe jetzt nicht. Ich habe nicht die Art von Situation, weißt, wo ich.
mit solchen Sachen konfrontiert bin. So, sondern ich bin mehr, es ist komfortabler bei mir eigentlich. Deine Situation ist, du beschäftigst dich vor allem mit dem Leben von anderen Menschen. Und eben, du kommst in eine fremde Stube und kommst dort mit anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und ich beschäftige mich, und das ist auch manchmal das Problem bei mir, ich beschäftige mich ja vor allem mit mir selber, weil ich muss das ja immer aus mir selber schöpfen. Weißt? Das wäre vielleicht höchstens das, was andere an einem Künstler könnten bewundern, dass er es schafft, sich so viel mit sich selber zu beschäftigen. Ist auch ein Privileg, gell? Ist ein mega Privileg, aber ist manchmal auch mühsam, weil ich mich selber nicht so wichtig sehe, als dass ich das Gefühl habe, eigentlich, ich muss mich die ganze Zeit mit mir selber beschäftigen. Also, ich mache einfach gerne Musik und gerne Leute unterhalten und schreibe gerne Texte. Aber du machst das ja, du tust dich mit anderen Leuten bewusst, du tust etwas für die anderen Leute. Und das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, darum hat ja, ist jetzt, ich finde, auch wenn man Helden sagt, ist das manchmal so, ist schon ein schwieriges Wort, aber ein bisschen Bewunderung darf man schon annehmen, finde ich, für das, was wir machen. Aber du hast ja vorher gesagt, du hörst, das, jetzt können wir über Musik reden, schnell. Du hörst Musik auf dem Heimweg oder auf dem Heimweg. Ändert das je nach Art des Einsatzes, was du für Musik hörst? Ja. Was ist so ein Spektrum? Wie muss ich mir das vorstellen? Danach habe ich ganz gerne klassische Musik, irgendetwas Schweres, ob das Wagner ist, richtig brutal, schwer oben runter. Was mich halt am meisten hernimmt, das sind alles, was so Geschichtenerzähler sind. Ein Eicher erzählt Geschichten, ein Polo hat Geschichten erzählt, du erzählst auch Geschichten. Und für mich ist der Text ganz, ganz wichtig. Wenn die Musik dazu noch gut ist, ist es natürlich perfekt. Ja. Aber für mich ist das Wort, der Text ist für mich eigentlich fast das Wichtigste. Was du aussagen willst. Das ist bei mir auch so, übrigens. Ja, interessant, ist... obwohl ich ja Musiker bin eigentlich und nicht primär Texter. Aber natürlich, ich höre nur auf Text eigentlich, beim ersten Hören. So. Jetzt fliegt jemand, der Bundesrat. Ist jemand Zeit geworden? Ich glaube, wir können ihm winken. Wie politisch bist du? Sehr. Sehr? Ja. Du? Ich weiß, was ich denke, also ich weiß, was ich davon halte, von gewissen Sachen. Ich möchte eine Haltung haben zu irgendetwas, aber dass ich irgendwie parteipolitisch irgendwo auf einer Schiene bin, könnte ich so nicht sagen. Ja. Jetzt geht er. Geil. Habe ich noch nie gesehen, den Bundesratschef. Wie wohnst du? Wie ich wohne? Ja. Ich wohne ganz in einem alten Haus, in so 1780 oder so. Wo denn? In der Nähe von Steyr-Mrie. Ah, das ist wirklich ein weiter Arbeitsweg? Also fast Zürich-Oberland. Ja, ja, also das ist schon... okay. Ja. Und du bist dort hingezogen wegen der Partnerin, oder? Das kann nur die Liebe sein, oder? Ja, wenn man in der Schweiz 2 Stunden Arbeitsweg auf sich nimmt, dann ist das meistens die Liebe. Ja. Das stimmt schon. Und du tönst auch wie jemand, der da... Eher von da kommt, von Steyr-Mrie. Von Thun. Okay. Eigentlich hier oben, Richtung Thun, bin ich aufgewachsen. Dann hast du angefangen zu arbeiten? Genau, hier habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann hat es mich immer mehr weggespült Richtung Rhein. Jetzt hast du einen Furtgespickt. Ja. Furtgespickt. Wird man oft, wenn man auf Beltmoos schafft, auf das Lied angesprochen, ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja, es kommt mir halt auch immer in den Sinn. Ich finde es halt einfach, ja, das ist auch wieder so ein Lied, das er hat. Ja, für mega, mich. Mega. Das ist eigentlich so das Erste, wo wir heute Morgen hierher gefahren sind, ein bisschen ins Belt, und es kommt sofort das Lied. Genau. Es ist so krass. Ich kann das nicht mehr trennen, irgendwie. Es ist jedes einzelne Mal, wenn man im Belt vorbeifährt, das Lied. Darum habe ich das Gefühl, wenn man hier schafft, dann gehört man das die ganze Zeit. Spätestens jetzt frieren uns die Füße fast ab. Darum gehen wir noch schnell den Heli anschauen und ich vergesse die Schlussfrage zu stellen. Was, Dani, hast du nämlich wirklich in deiner Innentasche? Sorry. Ich habe auf jeden Fall etwas Neues im Inneren.
eine riesige Portion Respekt für das, was der Dani macht und einen geilen schwarzen Trüffel, den er mir noch mitgibt am Schluss.